So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil in unserer Hardcore. Wir haben heute wieder dabei Manuel und Mike. Wir gehen direkt weiter nach Wortham und viel Spaß dabei. So, dann alle Mann zum Fährmann. So, habt ihr alle repariert? Ist alles fertig? Jawohl. Weil da kommen jetzt ja unsere Lieblingsjungs. Und nehmt Abstand, wenn sie zuschlagen. Ich muss nach Wörthern. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor. Aus dem Dorf steigt Rauch auf. Sie zerstören die Stadt. Flieht, solange ihr noch könnt. So, klär es mal unten rum, ne? Einer der Männer hat ein seltsames Jawohl. Gerät aus seinem Netzen geholt. Dankeschön. Es sah aus wie das Heft einer uralten Klinge, aber ich weiß, dass es mehr sein muss. Und neue Der Fähigkeit Fischer hat freigeschalten. sich mit mir gestritten, aber ich habe ihn davon überzeugt, es besser in der Sicherheit der Kapelle zu lassen. Ein Heiltod, denen will sich der Mann. Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der... Lauft nicht weg! Das würde euren Tod bedeuten! So, dann geht's los. Tja, passt auf, wenn die Blauen kommen. Ich habe nicht genug Hass. Narren! Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten! Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen. Höllenbrut sind Dämonen, die durch üble Magie aus den brennenden Höllen hierher beschworen werden. Sie jagen ihre Feinde und attackieren sie mit ihren groben Reißzähnen. Oh, da kommt etwas. Vorsicht, der Platz. Lass ihn hier. Also passt auf. Ah, das war so klein. Sehr gut. Das hat besser geklappt wie gedacht. Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Deckard geht. Ach ja, und hier unten habt ihr immer die Möglichkeit, hier alles schön zu durchsuchen. Und bekommt natürlich auch schön Gold. Also nehmt euch die Zeit. Verdammt, es ist nicht hier. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kains Haus. Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Lea wird einen schrecklichen Tod sterben. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung, was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel, du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache,
die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Oh, ganz wie ich vermutet habe, das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Deckard! Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Gebt euch nicht die Schuld. Magda ist diejenige, die für Kains Tod zahlen wird. Magda und Belial, ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. Kein normaler Mensch hätte einen solchen Sturz überlebt oder wäre im Besitz eines solchen Schwertes. Wir müssen ihn finden. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von Wolfham erreichen. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass sie euch erwarten wird. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich hoffe, euch wird es bald besser gehen. So, bevor es weitergeht, muss ich noch schnell mal einen Crab loswerden. Jawohl. Und dann gehen wir direkt weiter und schnappen uns die dicke Bertha. So, und los geht's. Da unten müssen wir halt gut aufpassen, ne, mit den kleinen Spinnen, weil die ziemlich schnell ziemlich viel Schaden verursachen. Dass wir ziemlich eng beieinander bleiben. Aber hier ist die Taktik jetzt ein bisschen anders, ne? Weil, wenn es uns jetzt legt, dann war's das. Das heißt nicht sterben. Ja, leichter gesagt wie getan, ne? Aber nachdem jetzt da ein paar Viecher kommen, mehr. Ah, noch zwei Level lang kann ich upgraden. Ich teste mal das Chakram aus. Und den Bola-Schuss, der geht ja auch schon optimal. Nachdem ihr dabei seid, kann ich ja für Zeit verzögert machen, aber dafür mehr Schaden. Ich denke, das ist ganz interessant. Also gut. Schauen wir mal, wie lange wir diesmal suchen, bis wir sie finden. Vorsicht, Spinne. Jungspinnen mögen alleine ungefährlich erscheinen, doch ihre Anwesenheit sollte Reisenden eine Warnung sein. Denn wo Jungspinnen sind, lassen sich auch Matriarchinnen finden. Und ausgewachsene Arachnide beschützen ihre Jungen ausgesprochen aggressiv. Einst war ich einer von ihnen. Gewöhnlich. Unberührt. Bis ihre Stimme zu mir kam. Danach wusste ich, wie ich zu dienen habe. Ich muss den töten, der meine Herren bedroht. Und auch die dunkle Macht, die sie geschaffen hat. Ich wurde auserwählt. So ein kranker Idiot, habt ihr das gehört? Oh. Der Typ wird immer bekloppt, dass du öfters nur hörst, oder? Ja. Aber die Chakrams sind nicht schlecht. Achtung! Jawohl, jetzt fehlt ja eigentlich nur noch mal Bombe, ne? Die allgegenwärtige Spinne ist eines der ältesten und anpassungsfähigsten Wesen der Welt. Sie
hat anscheinend auch eine höchst unpraktische Empfindsamkeit gegenüber Magie entwickelt. Bei Kontakt nimmt ihre Größe drastisch zu und sie zaubert sogar selbst. Aufgrund dieser Gefahr rate ich, dunkle Orte nach Möglichkeit zu meiden. Spinne. Wer hat denn da Blutungsschaden drin? Wollen wir das Ding? Ja, absolut. Hast du schon mit Lebensregeneration? Nein. Brauchen wir schnell, oder? Schlechter Schuss. Rück die Eier nicht an. Oh, eine geile Truhe. Nicht alles. Dann sage ich doch mal GZ. Naja, bei mir ist nur blauer. Und, naja, halt Kanzler normaler Crap. Es ist von äußerster Wichtigkeit, ja, dass wir das meinen Landsitz vor diesem verräterischen Gesindel in Tristram sichern. Die Höhlen im Osten sind zu nah an meinem Land. Sie müssen blockiert werden. Vollständig versperrt. Ich glaube, Erzbischof Lazarus hat kürzlich mit magischer Kraft ein paar Spinnen an diesen Ort gebunden. Sie könnten uns von gutem Nutzen sein. Na, geht's jetzt? Ja. Was geht da uns jetzt hier? Die Attacken habe ich gemeint. Ah, scheiße, komm, dann hau mit. Das war nur ein Vorgeschmack. Wir sind sonst andere Angriffe gewohnt. Aber gut, wir haben schon lange nicht mehr normal gespielt, ne? Seit lang her. Thank you.
Elite. Elite. Ja, stellen nicht wirklich ein Problem dar. Okay. Ich bin noch mal gespannt, wie die andere Zahn abgeht. Elite. Die ist doch schön geplatzt. Ich glaube, wir sind da. Ja. Ach, da ist er ja schon. Hat mich aufgenommen. Kommt näher. Ja, das muss gut sein. Ihre liebevolle Oma. Und los geht's. Haben wir am besten uns, warten wir hinten am besten auf das Viech, oder? Mhm. Da haben wir nur eine, von einer Seite Angriffspunkt. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Oh nein. Nein. Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin? Dann kommen wir da mal her. Easy going. Oh, zwei gelbe. Bitte beeilt yep. Euch. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Ich habe euch noch Platz. Nein. Obwohl, ich habe eh bloß den ganzen Crap noch dabei. Wichtig ist nur das gelbe Zeug. Gerüchten zufolge ließ Erzbischof Lazarus, bevor er starb, einen lautlosen Schrecken in den Höhlen nahe Leoriks Anwesen frei. Er hatte wochenlang an ein paar ungewöhnlich großen Spinnen experimentiert. Während dieser Zeit verschwanden viele seiner Diener spurlos. Oh Chris, ich habe aber direkt was für dich gefunden. Der Kreaturen oh, führte meine Tasche ist zu schwer. Und bisher ist niemand, der sich dort hinein wagte. Richtig genial. Super, vielen Dank. Ich habe da noch einen Ring, zeige ich euch gleich. Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Kassra gestohlen. Daraufhin sind die Kassra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden.
Wenn ihr ihn zur Khazra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. Toll. Die Cloud, wir müssen sie ausbaden. Bin begeistert. So. Ja, wie gesagt, gleich nochmal zurück nach Tristram, oder? Und einmal kurz den Scheiß auslaut. Dann geht's direkt weiter. Heben wir uns den Schrein auf für später. Ja, GZ. Ja. Die Welkmotte ist ein merkwürdiges Phänomen. Sie ist gewaltig für ein Insekt. Und ihre Größe erlaubt es ihr, auf unerklärliche Weise eine Energieladung auszustoßen, wenn sie angegriffen wird. Aus diesem Grund haben die meisten ihr genaueres Studium nicht überlebt. Selbst viele achtbare Akademiker. Genau genommen solltet ihr das Thema nun besser ruhen lassen. Also dann, gehen wir aufräumen. Braucht ihr noch irgendwas? Ich habe noch ein paar blaue Sachen. Hexendoktor haben wir keinen dabei, ne? Dann kann ich das weghauen. Ich habe ein paar Sachen gefunden, die könnten vielleicht, ich weiß nicht, ob sie für euch interessant sind, aber schaut es euch halt mal an, wenn das irgendwas dabei ist, auch wenn es blau ist. So, dann checkt ihr das mal. Gut, somit sind wir an dem nächsten Teil angelangt. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Im nächsten Teil seht ihr, wie wir zur Lehrik stürmen und uns da mal ein bisschen austoben. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin viel Spaß und man sieht sich. Ciao!